Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Enderal. So, wir befinden uns hier in einer Höhle, im Pilgerpfad oder Gräberpfade, Wurzelhalle. Eigentlich waren wir auf dem Weg zu dem nächsten Kopfgeldauftrag, aber dann haben wir hier diese Pilger-Grabwächter-Hallen gefunden und davor lag ein Tagebuch und daraus haben wir jetzt eine Quest, hat sich daraus eine Quest entspinnt. Und jetzt machen wir erstmal diese Quest hier, bevor wir weiter Richtung Kopfgeldauftrag gehen. Zwei dieser Tagebuchseiten haben wir schon gefunden, von insgesamt 7. Dann müsste ja die Höhle eigentlich relativ groß sein. Diese Gräberpfade. Ja. Ja. Wow. Wow, 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 wow. Das sieht schon wieder mega aus. Geil. Da hinten sehe ich auf jeden Fall wieder Untote, was auch sonst. Das sind halt wie gesagt die häufigste Gegnerart hier in Enderal, Untote. Die ganze Welt Enderal ist nur mit Untoten bevölkert, so gefühlt. Wir sind immer noch ein Gegner anscheinend. Ah, da vorne. Jetzt nicht mehr. Ach, diese Kampfmusik, ey. Ah, da oben ist nächstes Tagebuch. Das nächste Tagebuch. Also ein Aufzug. Tagebuch Apothekarius, Seite 3. So, das lese ich auch nochmal direkt vor. Ich kann mich erinnern, wie ich hier schon einmal lang gegangen bin. Aber ich war noch nicht zuvor hier. Die Gänge kommen mir so nur so bekannt vor. Je mehr ich über die Kräutermixtur nachdenke, je mehr ich grübele, ob ich das Rätsel um das eventuelle Gegenmittel lüften kann, desto mehr Bilder tauchen vor meinen Augen auf. Erinnerungen, die nicht mir gehören, vertraute Bilder, die ich nie gesehen habe. Ich wollte kurz rasten, da ich es viel Kraft gekostet hat, die Ruine zu durchsuchen, aber als ich meine Augen schloss, kamen mir Visionen, wie ein riesiger Pfahl sich durch meinen Kopf bohrte, wie mein Blut, das aus der Wunde strömte, zerläuft und aus dem Überresten sprießen blaue Kristalle, wie Blumen. Der stechende Schmerz in meinem Schädel hat mich hochschrecken lassen und ich habe das Gefühl, dass ich hier keine Rast finden werde, bis ich nicht weiß, woher diese Bilder kommen. Immer wieder sehe ich diesen Pfahl, riesig, kalt, ragt er aus einem Feld von blauen Kristallen in die Luft. Ach, der bringt mir sogar hier die Tür auf. Ja, das war ja sehr schlau jetzt. Der ist ja anscheinend, oder was ist anscheinend, der ist ja auf der Suche nach einem Heilmittel für den roten Wahnsinn und ich weiß nicht, es hat ja irgendwie Visionen und sowas, ich weiß nicht, ob der jetzt irgendwie verrückt wird. Mal abwarten. Nach Gräberpfad der Tiefen. Ja. Was haben wir so einen Fürst der Verlorenen? Da kommt noch ein Skelett angedackelt da hinten. Nicht mehr lange, dann haben wir schon wieder das nächste Level ab. Das geht so schnell. Handwerkspunkt. Ja gut, so viele Handwerkspunkte habe ich jetzt gar nicht mehr. Halt Schlösserknacken nicht mal gefunden. Das Großartige war, ich glaube ich jetzt eigentlich nur noch auf Schlösserknacken. War Alchemie, naja, nicht unbedingt. Verzauberung auch vielleicht nicht. Das ist eigentlich jetzt zum Teil auch, glaube ich, schon zu spät für. Eigentlich denke ich mal, Schlösserknacken werde ich nur, glaube ich, nur was reinskillen jetzt.
Da sehe ich wieder ein Skelett da hinten, ein Geisterskelett. Dass wir so ein. Da geht mir Irrlicht. Ich vergesse den Namen von denen immer. Wo kommen die einfach mal alle her? Meine Güte. Was sind denn viele? Ja. Häng ich auch noch irgendwo fest. Wir halten jetzt auf jeden Fall schon mal das nächste Tagebuch, sehe ich schon. Echt, das ist wirklich der einzige große Kritikpunkt, den ich an Enderal habe, diese ja, mangelnde Gegnervielfalt. Das ist wirklich der einzigste, wirklich richtige Nachteil, den ich wirklich sagen kann. Das sind halt immer die gleichen Gegner. Meistens zu 90% aller Fälle hat man meistens immer irgendwelche Untote als Gegner hier in Enderal. Seite 4. Die Bilder werden immer wirrer, immer durchdringender. Ich denke zurück an zu Hause, bevor ich auf diese Reise aufgebrochen bin. Doch statt dem Kloster sehe ich nur diese Ruinen, tote Steine, die von der Zeit gebrochen in Trümmer liegen, von Pflanzen überwuchert. Ich denke an die Geburt meiner Tochter, aber ich kann mich an ihr Gesicht nicht erinnern. Da ist nur diese unglaubliche Leere. Ich muss das Heilmittel finden. Ich bin so weit gekommen, jetzt kann ich nicht mehr aufgeben. Diese Visionen werden mich nicht aufhalten, aber ich fühle, dass sie das nicht wollen, denn sie zeigen mir immer wieder neue Orte, führen mich zu ihren neuen Verstecken. Mein Kopf dröhnt von den Visionen und als ich mir das Gesicht mit Wasser kühlen will, sehe ich plötzlich, wie das Wasser anstatt vor meiner Haut abzuperlen, sich in sie hineinfrisst. Ein reißender Strom frisst sich in meine Haut und gräbt einen tiefen Krater durch mein Fleisch. Der Schmerz lässt mich fast ohnmächtig werden. Wenn diese Bilder Erinnerungen sind, die nicht meine sind, wem gehören sie dann? Welche arme Seele hat solche Erinnerungen? Hat das was etwas mit diesem Kräuterextrakt zu tun? Wenn ja, was? Okay. Wird auch echt mal wirklich immer so ein bisschen weiter verworren, ne? Jetzt habe ich, glaube ich, gerade zwei Käsestücke oder so oder Brote gegessen. Oh, okay, jetzt haben wir endlich mal einen anderen Gegner, einen Knochenreißer. Da oben ist aber wieder ein Untoter. Ah, da ist das nächste Tagebuch. Das ist eine Truhe, komme ich da jetzt dran? Weiß nicht, ob ich vielleicht hochspringen kann. Ansonsten vielleicht von da oben gleich, dass man da vielleicht irgendwie drauf springen kann. Da habe ich mich gerade sowas wie eine Truhe gesehen. Und Seite 5. Von 7, haben wir ja schon fast alle gleich. Ich springe durch mein buntes Laub. Ich springe durch buntes Laub. Ich renne zusammen mit dem Bären über Steine. Ich fliege empor, hoch über alles andere, bis dicht unter den orangen Himmel. Vorsicht, Achtung, sonst schütze ich ab. Nein, nein, halt, das bin ich nicht. Ich habe diesen Ort nie gesehen. Ich war nicht zuvor hier. Ich bin hier aufgewachsen. Meine Mutter ruft mich. Ich muss aufhören zu spielen. Ich kenne diese Frau nicht. Wieso schaut sie so traurig? Ich bin gleich da, Mutter. Wieso tut mir mein Kopf so weh? Ich habe einen bitteren Geschmack im Mund, ekelhaft und schwer, und es braucht all meine Kraft, um mein Essen bei mir zu behalten. Nein, halt, Mama, mach das nicht. Ich will das nicht. Dieser Ort treibt mich in den Wahnsinn. Ich muss sein Geheimnis ergründen, bevor es zu spät ist. Wer weiß, ob es das nicht schon ist.
Ja, es klingt doch schon so ein bisschen. Dich habe ich noch gerade eben gesehen. Hat auch immer die gleichen Sachen dabei. Na, ob ich von hier aus hinkomme? Weiß ich jetzt gar nicht. Na, sollte auch vielleicht springen. Aber ob ich das mit Springen schaffe? Nee. Na gut, im Endeffekt ist es, glaube ich, egal. Ich glaube, ich habe nur so einen Bauplan und vielleicht eine Truhe mit Gold drin. Komm, wir gehen weiter. Und darauf halte ich mich jetzt nicht auf. Wie eine Muratten hatten wir wieder hier. Und jetzt dauert es echt nicht mehr lange, bis wir das nächste Level abhaben. Das nehme ich mit. Wir finden echt unwahrscheinlich viele Stärketränke. Ich weiß gar nicht, ob das so gewollt ist. Ich vergesse übrigens auch immer die ganze Zeit, die zu nehmen. Ich beschwere mich hier die ganze Zeit, dass ich kaum noch Platz habe im Winter und dabei könnte ich doch die ganze Zeit eigentlich Stärketränke nehmen. Ah, geht sogar raus zum Golden Frost. Puh, wow. Er sieht echt beeindruckend aus. Also die ganzen Designs der Dungeons und so alles und einfach das ganze Design, so wie die das gemacht haben, das ist ja alles richtig geil. Nur manchmal die wenige Gegnervielfalt, das ist das, was mich manchmal ein bisschen nervt, aber sonst ist das ein super Spiel. Oder Mod oder was immer ihr zu sagen wollt. Total Conversion ist das ja auch, aber im Großen und Ganzen gesehen ist es ja eigentlich nichts anderes als eine riesengroße Mod eigentlich. So, Heiligtum des Gräberpfades entdeckt. Was haben wir denn hier? Der Skarak-Stiefel, Wegsträume, dass ich mal hier sehen. Bärenpelze. Geist, das weißen die. Wer ist der Name von denen immer? Was ist denn hier? Ein Dämonenherz. Und wir haben ein Level Up. Da gehe ich jetzt mal auf Lebensenergie. Aber wir müssen uns, glaube ich, sogar hier hoch, weil hier oben ist anscheinend noch ein weiteres Tagebuch. Cool, der ganze Ort ist einfach nur beeindruckend. Allein, guckt euch das mal an, wie das aussieht. Wow. Wir haben jetzt mit einer Schatulle wieder mit Experten verschlossen. So, und Apothekar ist Seite 6. Gut, jetzt fehlt uns eigentlich noch eine Tagebuchseite. Tag 15.
Tag 15? Ich glaube, der ist komplett verwirrt jetzt. Ich will nicht weg, Mama. Ich will bei euch bleiben. Ich muss das Heilmittel finden. Ich muss einen Weg finden, den roten Wahnsinn zu heilen. Ich will das nicht trinken, Papa. Lass mich los. Dieser bittere Geschmack, immer stärker, immer mehr. Ich kann nicht atmen. Voll füllt meine Lungen. Nein, nein, Mama, Papa, nein! Ich weiß nicht, wer ich hierher gekommen bin. Meine Erinnerungen sind wie Buchseiten in einem Sturm. Wild durcheinander fliegen sie mir zu. Sind sie denn wirklich meine? Ich sehe einen See und Mamas Gesicht und zarte Haut, die riesigen Reißzähne. Steine dort unten sehen so einladend aus, nur ein Schritt vorwärts, dann ist alles vorbei. Keine Schmerzen mehr. Nein, ich muss weitermachen. Diese Visionen wollen mir etwas zeigen. Nur bin ich bereit, es zu sehen? Wenn es mir das Heilmittel gibt, dann muss ich es finden. Langsam zweifle ich nur, ob dieser Kräuterextrakt wirklich das tut, was ich dachte. Ein Kräuterextrakt getrunken, keine Ahnung. Dass das irgendwie ein paar. Ja, dass der irgendwie voll stony ist, irgendwie ist, Keine Ahnung, weil der. Ich schau mal weiter. Da ist nichts drauf. So, den habe ich gerade schon wieder den nächsten Untoten gesehen. Ja, da vorne. Da haben wir auch wieder da vorne einen Fürster Verlorenen. Halt auf auszuweichen. Seht mich doch nur ungefähr so zur Hälfte. Hier haben wir noch ein Skelett. Jawohl. Und sogar von da hinten getroffen. Da vorne ist auch noch irgendeine Hütte, wo ich auch noch nicht war. Und nochmal irgendeine Höhle. Wow. Okay, die Bäume sind ja ziemlich plötzlich aufgeploppt. Also, das ist einfach nur Wasser. Das ist auf jeden Fall irgendein Eingang zu irgendeiner Ruine. Seite 7. Den Apothekaris im Heiligtum des Gräberpfades finden. Ich kann nichts mehr hören. Mein Kopf ist erfüllt mit einem dröhnenden Schreien, das gleichzeitig eine ohrenbetäubende Stille ist. Ich spüre, wie jemand meine kleinen Ärmchen festhält. Hat der Schmerz kein Ende? Ich muss mich wieder und wieder übergeben von dem vollen Geschmack in meinem Munde. Obwohl mein Magen schon lange leer sein muss, spucke ich immer wieder die hellgrüne Flüssigkeit aus. Hat das den Geschmack verursacht? Mama und Papa haben mich gezwungen, das zu trinken. Ist das dieses Kräuterelixier? Wollten mir die Vision zeigen, was es tut? Ich sehe, wie jemand sich über mich beugt. Mein Körper ist zu schwach, um mich zu bewegen. Irgendwas saust auf mein Gesicht zu und die Schmerzen lassen mich aufschreien. Danach hören die Bilder, die mich in den letzten Tagen gequält haben, auf. Ich bin wieder klar. Und mein Körper brennt vor Schmerzen. Ich verstehe jetzt, was die Visionen mir zeigen wollten, woher die Erinnerungen stammen. Doch ich wünschte, ich wüsste es nicht. Wie soll ich erklären, dass das Heilmittel, auf das wir unsere Hoffnung gesetzt haben, keines ist? Das ist zwar, wie die Aufzeichnungen gesagt haben, den Geist befreit, aber nicht von Krankheit, sondern auf eine unerwartet unmenschliche Art. Was haben sich die Präer dabei gedacht? Wie konnten sie so eine Mixtur erschaffen? Ich kann dieses Wissen nicht in die Welt tragen, es darf nicht gefunden werden, niemals wieder darf jemand dieses Elixier verwenden. Ich werde dieses Wissen vernichten, koste es, was es wolle. Es tut mir leid. Okay, jetzt hat sich nichts aktualisiert. Ist auf jeden Fall einer dieser komischen Götzen hier auf jeden Fall. Was haben wir da hinten? Ist ein Flammenatronach und ein Sturmatronach. Aber wir gehen, glaube ich, trotzdem jetzt erstmal zuerst, würde ich sagen, da unten hin. Ah ne, da unten liegt der noch. Ach, ich dachte, wir müssen da rein jetzt. Ich weiß, ist der von da unten runtergesprungen vielleicht?
Besiege den Geist eines Ishian. Tagebuch des Apothekarius. Tagebuch des Mjall. In diesem Buch werde ich die Erfahrung meiner Reise festhalten. Ich breche mit schwerem Herzen auf, doch ich kann die Hilflosigkeit nicht länger ertragen. Nur hier zu sitzen in unserem Kloster und zu Malphas zu beten, dass er uns von dieser Geißel, die uns plagt, erlösen soll, ertrage ich nicht länger. Ich muss etwas tun und diese Welle lässt mich nicht ruhen und so werde ich mich auf den Weg nach Ark machen, in der Hoffnung, dass ich irgendwas bewirken kann. Tag 3 meiner Reise. Bisher war meine Reise zum Glück ereignislos. Natürlich ist das Gebirge auch relativ abgeschieden, aber die Straßen sind heutzutage auch nicht mehr die sichersten. Ich habe Hinweise erhalten, dass es in der Nähe von Nebelheim einen reisenden Händler gibt, der sich damit berüstet, sehr alte Aufzeichnungen und Skulpturen zu besitzen. Ihr solltet dem nachgehen, wer weiß, was man in diesen alten Texten finden kann. Tag 5 meiner Reise. Nebelheim liegt noch weit entfernt, zumindest für jemanden wie mich, der zu Fuß durch die Länder zieht. Mit einem Pferd oder einer Kutsche würde es sicher schneller gehen, aber ich sollte mein Gold sparen, wenn ich an diese Aufzeichnung kommen will. Um sie zu übersetzen, muss ich vermutlich auch einen Gelehrten finden. Vielleicht kann ich in der örtlichen Taverne einen Tipp bekommen, wo man so jemanden finden kann. Tag 6 meiner Reise. Zu wandern hat sich gelohnt. Ich habe eine Wiese mit Kräutern entdeckt, unter denen auch einige seltene Pflanzen waren. So konnte ich meinen Vorrat aufstocken und vielleicht kann ich sogar ein paar Tinkturen mixen, die ich in der nächsten Stadt verkaufen kann. Tag 7 meiner Reise. Endlich, ich bin in Nebelheim. Der Händler hat einen erhorenden Preis verlangt, aber ich habe ein Bündel alter Steinen entstanden, die aus einem Buch zu stammen scheinen. Es gibt ein paar Skizzen in den Aufzeichnungen. Wenn ich die richtig verstehe, dann scheint es sich um eine Art Abhandlung über Pflanzen zu handeln. Wer weiß, was sich in den Texten verbirgt. Ich werde heute Nacht in der Taverne im Ort übernachten und versuchen, einen Übersetzer für diese Seiten zu finden. Der Moment bietet sich an, da ich meine Familie ohnehin versprochen hatte, ihnen so bald wie möglich von meiner Reise zu berichten, und dieser Fund ist ein froher Anlass für eine Nachricht nach Hause. Tag 7 seit meinem Aufbruch. Ich konnte einen Gelehrten finden, der zumindest ein wenig Pyrrhisch lesen kann. Besser als gar nichts. Teuer war er trotzdem, der Halsabschneider. Noch hat er nicht sehr viel entziffert, aber es scheint um Medizin zu gehen, vielleicht sogar eine Art Rezept. Ich muss es ergründen. Tag 9 seit meinem Aufbruch. Heute bin ich nicht wiedergekommen, nicht weitergekommen, meine Güte. Ich habe den Tag über Rast in einer Taverne gemacht und das, was von den Aufzeichnungen schon übersetzt ist, studiert, wenn sie nur so schon entziffert wären. Tag 10 seit meinem Aufbruch. Viel länger kann ich nicht in dieser Taverne bleiben, sonst reichen meine Groschen nicht bis Ark. Aber ich brauche mehr Zeit. Der Gelehrte hat inzwischen alles übersetzt, was er konnte. Der Text hat noch viele Lücken, aus denen ich sich keinen Reim machen konnte, aber damit werde ich wohl auskommen müssen. Vielleicht kann ich eine Kutsche mieten und die Aufzeichnung unterwegs weiterlesen. Tag 12 nach meinem Aufbruch. Scherkappe, Breiswurzeln, Flüsterkraut, Feuerpalmenextrakt. Und dann fingen ja diese Tagebuchseiten, die wir gerade eben gefunden an, haben an, ne? Da oben. Geist eines Ishian. Ja, ich sollte vielleicht auch mal treffen. Und beendet, wie neu geboren. Ja. So, Rest brauche ich gar nicht mitnehmen. Hat ja auch gar nicht aktualisiert. So, kann man da jetzt reingehen eigentlich? Kanal der Bauern, zur Bauernküste. Was ist das? Ist eine Wildwasserbahn oder was? Quicksave. Sieht nicht aus, als ob wir da nochmal zurückkommen würden. Nach Leutsteingrotte. Leuchtsteingrotte. Ich glaube, hier waren wir sogar schon mal drinnen, ne? Bauernküste. Die Bauernküste, die ist ja... hier irgendwo in der Nähe. Nee, Quatsch, da oben. Leuchtsteingrotte, ich gucke, ob ich die finde. Da. Ah, dann wären wir quasi hier unten.
Nee, dann mache ich mal Folgendes, lade ich mal kurz. Da brauchen wir da nicht runter gehen. Dann brauchen wir da auch nicht runter zu gehen. So. Dann kann ich jetzt mal wieder die andere Quest jetzt aktivieren. Sind ja schon relativ in der Nähe eigentlich. Den habe ich. Oh, jede Menge Elementare hier. Schlamm-Elementar, Frost-Elementar, Feuer-Elementar. Oh, jetzt haben wir sogar mal hier rote Kristalle. Wow. Die geben mir Arkanistenfieber. Aber wir haben sogar Thoriumerz. Wollen wir jetzt mal fix ab, müssen uns nur fix beeilen hier. Wegen dem Arkanistenfieber hier. Ah, jetzt bloß weg hier. Also, das müssen wir gucken, dass wir am besten irgendwie hier jetzt hier runterkommen. Oh Gott. Wir sind ziemlich weit oben. Obwohl, mal sehen, vielleicht, wenn wir Glück haben, überleben wir das einigermaßen heile. Da sehe ich auf jeden Fall wie so eine Waldkreatur. Da ist noch so eine Karte. Okay, wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg schon mal dahin. Ein paar Schlammkrabben. Ach so. Das ist ein Löwenkopf und in sich eine Wienwurz, aber Wienwürze sind ja eigentlich hier im Endeffekt egal. Sind ja so gut aufgeleuchtet. Was leuchten denn diese Schlammkrabben so grün? Ah, haben wir wieder einen Magier. Ich habe hier so eine riesengroße Malphas-Statue. Die sind wirklich überall hier verteilt. Der war zu weit. Hier ist doch ein Fall, ich habe genug Pfeile. Ah, da ist die Zeit vorbei. Moment, wir gehen aber noch, würde ich sagen, zum Höhleneingang. Da ist wieder unten eine Schlammkrabbe.
Na, wir die erwischen? Jawohl. So, ich würde sagen, ich esse noch mal kurz. Aber wir können auch mal kurz hier ein paar. Verteilen. Punkte verteilen. Was ist denn heute los? Mir entfallen hier die Worte. Eremitenhöhle entdeckt. Ah, ist hier so ein Trollschädel. Gesucht. Der Brigant Krokko. So, der Totenbeschwerer Poldir versteckt sich in der Eremitenhöhle an der Küste des Golden Forstes. Er hat laut Berichten mehrere Stadtbewohner Leichen aus dem AK-Friedhof entwendet. Okay. Ja gut, meine Freunde, das ist hier wieder ein geografischer Überblick. Gut, ich würde sagen, ich werde an der Stelle die Folge und auch gleichzeitig auch die Aufnahme beenden. Meine 2 Stunden Aufnahmen sind wieder im Kasten. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ja, einen schönen Tag oder Nacht oder wann immer ihr diese Folge hier gesehen habt. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.